Moin moin, da sind sie wieder. Herzlich willkommen bei Keep 7. Wir wollen uns heute einem nice Produkt widmen und zwar diesem schönen Ding hier. Das Pre-Constructed Commander Deck. Commander, sehr beliebtes Format hier auch im Übrigen. Wir wollen mal reingucken, was geht ab in diesem Deck. Ist es gut konstruiert? Fangen wir mal an, ne? Schauen wir mal rein. Dann kann es auch schon losgehen. Hier sind erstmal für euch beide Produkte, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben einmal das Buckle Up, was wir euch vorstellen. Da gibt es auch noch die Upgrade Unleashed, ne? Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Das schauen wir uns heute aber nicht an. Das wandert hier in die Ecke. Wir gucken uns das schöne Ding hier heute mal an. Nico, ich würde mal sagen, du kannst loslegen. Pack es aus. Genial. Darauf habe ich gewartet. So, also Buckle Up ist ein echt cooles Deck, finde ich, so von der Deck-Idee. Es geht darum, dass man ganz viele Vehikel hat. Der Commander, der macht halt Crew 2, also dass alle Vehikel für günstige Crew werden können, für die Leute, die da schon ein bisschen wissen, was da abgeht. Mhm. Und ja, ich finde besonders den Satz auf der Karte von dem Commander mal sehr cool. Some people test limits, I prefer to demolish them. Finde ich sehr passend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann, was sind drin? Es sind 100 Karten mit 15 neuen Karten drin. Also die gibt es echt nur in dem Commander-Deck. Mhm. Eine Deckbox, 20 doppelseitige Tokenkarten. Mhm. Und ja, dann ist halt der Voll-Edged Commander drin. Doch, reiß mal auf, das gute Stück. Ja, auf jeden Fall. Das wollen wir nicht nur in der Theorie, das wollen wir auch sehen, ne? Ja. Cool finde ich, seit Innistrad haben sie halt neue Verpackungen drin. Die sind dann mehr auf Pappe, mhm. Sind auch einfacher zu öffnen. Also man hat weniger Müll dabei. Wir reden gerade vom Müll, da kommt trotzdem noch welche raus. Ja gut, ein bisschen Hass ist nicht vermeidbar, aber es ist grundsätzlich schön, wenn sich Gedanken gemacht wird. Ja, so, ne? Also das ist so das Cover ein bisschen. Hier sind nochmal so Marken drin, wenn man irgendwas signalisieren möchte damit. Mhm. Hier kann man das rausdrücken. Ob da irgendwas drin ist, weiß ich gerade gar nicht, aber das ist wahrscheinlich zum Verstauen des Decks oder keine Ahnung. Ja. Weiß man nicht. Auf jeden Fall konnte man es aufreißen, wir haben es gemacht. Let's go. Ja, ne? Cool. Die Marken hier, die sind rausgesammt und dann schauen wir mal weiter. Kurzer Fun Fact für unwissende Pokémon-Menschen wie mich. Das ist ja nur ein Aufdruck. Ja. Ja, ich nahm immer an, dass das die Karte ist, aber gut. Nee, wir haben schön, dann, ne? Hier ein Platzhalter drin, uninteressant für uns. Dann haben wir hier, ich meine, das ist so ein bisschen die Deckstrategie. Ah, ja. Also die Commander-Regelung, die es gibt. Commander ist ein sehr beliebtes Format, auch vor allem jetzt bei uns in Lübeck hier. Keep 7, es gibt immer welche, die sich freitags, mittwochs oder auch samstags treffen, um Commander zu zocken. Ja. Und dann sind halt hier die Rules, mit 40 Leben startet man, weil es ist ein Format mit mehreren Personen, also nicht nur einer gegen einen, sondern wir spielen so meistens zu viert. Es gibt auch 6 oder 8er Runden, aber so 4 ist das, finde ich, sehr angenehm. Ne? Also, ja. Cool. Dann schauen wir mal weiter rein. Jo. Ein bisschen Werbung für Secret Layers noch mit drin. muss ja immer dabei sein. Natürlich. So. Und beiseite damit. Die stylische Deckbox, also ich finde die schon sehr cool, so wenn man noch keine hat oder so, für den Anfang auf jeden Fall cool gemacht. Ja. Dann haben wir hier unsere, würde ich mal sagen, leider noch in Plastik, nicht in der Recycle-Verpackung. Fände ich tatsächlich ein bisschen cooler. Das ist der Commander, das ist aber eine etwas dickere Karte. Man hört es auch ein bisschen, das ist so ein bisschen Plastik. Die legt man dann zum Beispiel, es gab ja bei den alten Commander-Decks, gab es diese Oversize-Karten. Die hat man dann halt genommen und so hingelegt, ey, das ist mein Commander. Und den anderen hat man dann halt in der Zone gepackt und konnte den immer ausspielen. Mhm. Aber so, dass immer jeder weiß, welcher Commander ist das. Mhm. Dann haben wir hier unsere Token. Das Deck fabriziert verschiedene Token, viele Spirits. Dann haben wir hier Topta. Finde ich sehr cool gemacht. Darf ich kurz fragen, Topta? Topta sind Artefakte. Es gibt so den Onitopta, das ist so das mit eins der bekanntesten Artefakt-Kreaturen. Mhm. Ist halt immer fliegend und meistens so im 1-2 Stärke irgendwie sowas rum. Ja, also ja, dann haben wir Myrs, wir haben Piloten, die sind jetzt dazugekommen für Kamigawa.
Die haben dann eine Fähigkeit mit, sie würden Vehicle crewen mit Power 2 so ungefähr, obwohl sie 1-1 sind. Mhm. Engel haben wir drin, wir haben Elefanten drin, jeder mag Elefanten. Auf jeden Fall. Ja, Spirits halt. Und dann gucken wir mal weiter, was hier noch so Schönes drin ist. Wir haben hier noch einen Lebenspunktezähler, auch sehr cool gemacht. Den Drachen noch drauf, sehr, sehr cool. Das ist wirklich schön. Ja. Cool. Ja. Nehmen wir. Ich muss jetzt erstmal gucken, ich und Verpackung, das geht nie gut. Aber das können wir jetzt zurückschneiden. Ja. Ich bin komplett los, was Verpackungen angeht. Aber zum Glück haben wir ja jemanden, der das anscheinend kann. So, hier haben wir auf jeden Fall den Commander, den Foil. Ja, schön. Den ersten, dann den zweiten. Also finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Kann man auch in den Set-Boostern teilweise ziehen. Mhm. Ja. Und mit ihm gibt es sogar schon eine Combo, wo man im Endeffekt unendlich viele Tokens generieren kann. Ist ziemlich cool. Das Deck hat allgemein noch ein paar so Sachen, über die man es sich lohnt zu sprechen. Dann haben wir hier nochmal, wie die Turns ablaufen. Und dann schauen wir mal weiter rein. Ja, ist ja ein ordentlicher Stapel, was wir vor uns haben. Ja, sind ja Commander, sind 100 Karten, 99 davon halt das Deck. Einer, und dann die eine ist halt der Commander. Mhm. Und ja, dann schauen wir hier. Dann haben wir mal hier ein paar Karten, Vehicle vor allem. Mhm. Ja, und wo man zu was sagen sollte, sage ich auf jeden Fall nochmal was. Ja. Hier erstmal so ein bisschen im Weiß. Die besonderen Karten lege ich mal so ein bisschen beiseite. Sortier dich mal. Dann sprechen wir darüber gleich nochmal. So, weil. Commander ist es halt wichtig, dass man halt zum Beispiel irgendwie eine Strategie oder irgendein Ziel mit dem Deck verfolgt. Ja. Man braucht zum Beispiel auch Removal, Mass Removal, Karten ziehen, Counterspells sind gerne im Blau auch ja was gefragt ist. Deswegen gucken wir einfach mal. Und im Endeffekt ist halt die Strategie, dass man halt so viele Vehikel wie möglich und dann immer wieder was damit macht. Mhm. Dann hier die coole Turtle, also ist schon sehr, sehr cool. Sieht aus wie so ein Turtok, finde ich. Ein bisschen, ja. So, so ein etwas aufgeputschtes auf Steroiden, aber ja, dann, also es hat halt immer irgendwie was mit Artefakten zu tun. Mhm. Ja, dann haben wir hier auch nochmal eine Mythic mit drin. Ja, schön. Das ist, das ist der weiße Gearhulk. Ich meine, der war vorher ein Color-Dash mit drin. Da gab es so ein Cycle drum. Das ist auch so ein Removal-Gearhulk. Mhm. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Mythics drin. Mhm. Dann haben wir sehr, sehr coole Karten. Sram, immer spielbar. Auch im Auren-Deck, zum Beispiel im Challenger-Pioneer-Deck ist der mit drin. Sehr, sehr coole Karte. Ja. Die haben natürlich alle jetzt gerade dieses Kamigawa-Commander-Symbol, kommen aber zum Beispiel, die Karte hier kommt aus ursprünglich aus Dominaria. Ah, okay. Ja. Mhm. Eine Emry ist auch eine sehr gute spielbare Karte. Ein Jace, ein cooler Planeswalker auf jeden Fall. Finde ich auch cool, dass sie sowas halt jetzt mit reinpacken. Auf jeden Fall, ne? Ja, definitiv spielbare Karten. Ein Sai, der ist auch sehr, sehr cool. Ja. Für mich einmal, wonach sortierst du das jetzt so? Genau, also. Einfach so ein paar Karten, die wirklich playable sind, die nicht nur im Commander funktionieren, ja, sondern die man auch vielleicht mit irgendeinem Deckstrategie, wo ich auch vielleicht ein paar Karten, die man austauschen könnte, vielleicht mit ein paar anderen coolen Karten, je nachdem, dass man halt einfach so, ich habe ein Deck. Man kann natürlich damit direkt loslegen, also deswegen finde ich die Decks sehr, sehr cool, ja, aber es gibt halt ein bisschen, wie nennen wir es mal so schön, Value in den Karten, na, aber klar, es gibt halt auch Karten, wo man sagt, ey, da kann ich mir ein anderes Deck mit zusammenbauen, ja, ne? Weil man erweitert ja schlussendlich einfach seinen Kartenpool, hat neue Deckideen, tauscht ein bisschen miteinander, tauscht sich gegenseitig aus mit, ey, wie kann ich das spielen oder so, und am Ende hat man ja irgendwie ein cooles Deck, was man sich vielleicht sogar selber zusammengebaut hat, wo keiner noch dran gedacht hat. Mhm. So. Sag mal, du hast ja auch gesagt, hier, wir haben, ich nehme das mal einmal in die Hand, auch andere Symbole hier quasi, ne, weil es, also Kamigawa Commander-Symbol. Darf ich denn diese Karten aus dem Commander-Deck auch im Standardformat oder so spielen eigentlich? Also oder? Karten, die im Standard, also wirklich gerade in dem Standard-Cycle drin sind, die also wirklich auch noch in der Standard-Season drin sind, dürfen gespielt werden. Modern halt auch, was alles in Modern rein, aber dann gibt es halt Sachen, die es halt wirklich nur in diesem Set gibt. Okay. Die darf man dann erst wieder Richtung Legacy zocken.
Okay. Da gibt es auch ein paar Karten, die gerade im Legacy wirklich aufgehen. Mhm. Also muss man gucken. Ja, dann gucken wir mal weiter. Mirage Mirror finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Kann eine Kopie von einem anderen Artefakt oder einer Kreatur oder einem Enchantment oder sogar einem Land werden. Sehr, sehr stark. Wird auch gerne in anderen Decks gespielt. Mhm. Ja, aber da sagen wir nochmal was dazu. Dann haben wir hier auch nochmal eine Mythic. Also es ist echt rundum vollgepackt. Wollte ich gerade sagen, ne? So vom Value her, wie du eben schon noch so schön gesagt hast, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir ein Solan Simulacrum, kann man immer spielen in allen möglichen Decks. Wird in fast jedem Commander-Deck irgendwo mit drin sein oder wird reprinted oder was auch immer. Aber es ist eine Karte, die man immer gut gebrauchen kann für ein Deck. Schön. Dann eine meiner absoluten Lieblingskarten, weil sie damals aus Dominaria auch kam. Okay. Spotlight, Lieblingskarte. Weatherlight, da gibt es auch so eine Storyline zu. Also Weatherlight ist einfach eine coole Karte, finde ich persönlich. Du darfst sie hinlegen. Ja. Oh, schön. Ach, da werden, guck mal, da geht das Herz auf. Da werden Erinnerungen wieder wach. Cool. Dann haben wir hier jetzt langsam mal die Länder. Mhm. Finde ich auch stark, dass die Landbase angezogen wurde, jetzt im Vergleich zu ich sag mal jetzt Kaldheim oder jetzt Commander Legends, auch D&D war ja schon gute Landbase mit drin oder bessere Landbase, aber die seit Crimson Vow sind echt tipptopp, muss man sagen. Sehr, sehr cool. Man hat Dual Lands, die halt, oder Double Lands besser gesagt, die halt wirklich playable sind, ne? Ja. Also die nicht irgendwie tappt reinkommen, sondern halt ungetappt mit irgendwas wie du. Hast Sachen, dann hast du einen Scry-Tempel, ist jetzt nicht der beste, aber es ist immer noch eine gute Karte. Mhm. Dann kommen wir so ein bisschen in den Uncommon-Slot rein. Ja. Der Mann braucht Platz, Leute. Ja, das ist halt. Dann Swords to Plowshare, auch eine Karte, die in sämtlichen Formaten gespielt wird, wie Commander, Legacy. Darf in Modern gar nicht gespielt werden, aber cooles Artwork, das neuere Artwork. Spiele ich tatsächlich in meinem Death in Texas und Legacy auch gerne. Mhm. Deswegen, also sowas kann man immer gebrauchen. Packen wir mal mit dahin. Ja, gern. So, dann. Und es ist halt viel Synergie damit, dass halt irgendwie Sachen reinkommen, triggern und halt irgendwelche Token machen oder irgendwas mit dem Vehikel interagieren. Das ist schon sehr, also dass man jetzt nicht alles erklären kann, ist ja, ja klar, aber das ist klar. Deswegen. Eine Karte, die ich auch sehr, sehr gerne spiele, ist der Ruff. Die sagt halt, alle historischen Spells haben Flash, also sie können jederzeit wie ein Instant gespielt werden. Mhm. War zu Zeiten von Dominaria, also das neuere Dominaria nach Ixalan, war das eine coole Karte. Man hat halt Artefakte oder halt Legendaries oder Sagen, die konnte man halt wirklich mit Flash ins Spiel reinbringen. Mhm. Finde ich immer noch eine coole Karte. Könnt ihr ja mal in die Kommentare hauen, wie ihr das findet. Deswegen. Sehr gerne doch. Ist halt immer cool, ne? So dieser Austausch auch, ne? Ja. Dann halt sind Signets mit drin, also um Mana zu machen. Wir haben auch ein Arcane Signet. Das ist halt auch immer was, was gerne mal gesucht wird. Ja, dann haben wir zum Beispiel den Flug, der eigentlich in Kaldheim drin war. Den dürfen wir zum Beispiel auch spielen. Okay. In Standard. Der macht ja auch dann, wenn er angreift, nämlich hier Mana und Leben. Und deswegen ist es halt schon sehr, sehr cool. Mhm. Ja, hier Cost Reduction für Artefakte. Dann ein süßer kleiner Mühe, finde ich tatsächlich mal sehr putzig. Jo. Unterstütze ich. Jo. Dann hier ist wieder ein Mühe. Ja. Und ein Soul Ring. Soul Ring geht einfach immer. Ist so eine Karte, die man im Commander irgendwie immer spielt. Okay. Also, warum? Also einfach, weil sie für ein Mana, also für ein farbloses kommt sie rein und sie kann direkt für zwei farblose getappt werden. Also du kannst einen Mana in beliebiger Farbe für einen Soul Ring nehmen. Ja. Das heißt, Turn 1 hast du den draußen, hast du im Endeffekt schon Turn 2 mit dem, also wenn du jetzt irgendwie Artefakte spielst. Und im zweiten Turn bist du schon in Turn 4 im Gegensatz zu den anderen Spielern vom Mana her. Jo. Ist sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Command Tower, auch immer eine Karte, die man immer spielen kann. Die ist halt einfach nur fürs Commander-Format, weil sie halt ein Mana einer Farbe der Color Identity, also der Farbe des Commanders macht. Mhm. Wer bei uns jetzt weiß und blau, weiß-blau, kurzer Side-Fact, ist Azorius-Farben. Deswegen einfach auch eine Karte, die immer gut spielbar ist. Jo. Dann haben wir hier unsere Standardblender mit recht hübschen Artworks. Also finde ich sehr, sehr schön. Definitiv. Erstmal weiß. Und dann haben wir halt blau. Also blau ist jetzt auch nicht verkehrt, ne? Aber ich finde die Artworks auch wirklich schön.
Besonders die Kirschblüten sind natürlich aufgefallen gerade. Ja, natürlich. Also das natürlich. Also da habe ich natürlich absolut drauf geachtet. Ich weiß nicht, oder ist Verlass drauf. Es ist mir halt einfach super entfallen. Man muss ja auch so ehrlich sein. Aber jetzt wollen wir einfach mal so über ein paar Einzelkarten reden, finde ich persönlich. Wie gesagt, das ist so mein absoluter Liebling, aber einfach, weil ich damit ein bisschen was verbinde. Ja. Ich finde den Commander aber auch sehr cool. Ihm finde ich halt auch einfach mit einer Combo, die es halt gibt, gerade sehr, sehr nice. Wir müssen mal ganz kurz einen Break machen, weil, glaube ich, ein Kunde kommt. Wir sind wieder da. So, wir fangen mal an. Command Tower, habe ich gerade schon was zu gesagt, finde ich sehr, sehr cool. Soaring ist einfach ein gutes One-Off, aber auch im Spielverlauf einfach cool, weil es einfach, es macht zwei farblose Mana für einen Mana. Also, das ist, und im nächsten Zug zahlst du gar nichts mehr dafür, also super. Arcane Signet macht auch nochmal Farbe der Commander Identity, super, super Karte einfach. Mhm. Sword to Plowshare kann man einfach nicht so sagen, es ist einfach für ein weißes eine Karte exilen. Der Gegner kriegt zwar Leben entsprechend der Stärke der Kreatur, aber es ist halt einfach gut. Es ist ein Legacy, echt eine gute Karte, die immer gespielt wird, wenn man kann. Und ich sag mal so, wenn du da irgendwas Starkes mit wegbekommst, dann ist es einfach super. Ja. Dann Mirage Mirror ist halt einfach gut, weil man einfach was kopieren kann für zwei Mana, egal was. Das ist halt einfach sehr, sehr gut. Mhm. Man muss halt einfach darauf achten, eine Legendary Rule, die es halt einfach gibt, dass nicht zweimal dieselbe Karte, die legendär ist, auf dem Feld sein kann. Ja. Aber sonst an sich echt eine gute Karte. Mhm. Dann kommen wir mal so ein bisschen zu den Sachen, die uns auch wirklich nochmal so ein bisschen interessieren. Dann leg ich mal hin hier. Also mit Info, er ist halt auch ein bisschen was wert. Ne? Ja. So 1-2 Euro wird er momentan auf Card Market gehandelt. Mhm. Also ich sag mal so, schon sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Dann der er hier, der Sai, wird auch ein bisschen gespielt momentan. Deswegen, also ist auch so zwischen 1-2 Euro ungefähr. Ja. Ist nicht verkehrt. Dann kommen wir einfach mal zu Thrift Reconfiguration. Ist ein Enchantment, ist eine Aura, hat Flash, was super gut ist. Enchanted Creature or Vehicle. Enchanted Permanent ist ein Vehicle-Artefakt with Power with Crew 5. And it's lose all other card types. Wird momentan auch ein bisschen im Legacy gezockt, weil es einfach da ein paar coole Karten gibt, die halt dadurch, dass sie Vehicle werden, von ihren eigenen Effekten vielleicht nicht so schlecht gemacht werden. Weil ich weiß nicht, welche Karte es jetzt nochmal genau ist, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Sagt auf jeden Fall, man kriegt Mana für eine Minusmarke. Mhm. Und im Endeffekt ist es halt einfach so, dass man dadurch, dass es ein Vehicle ist, Minusmarken hat, es stirbt nicht. Aber es macht immer wieder Mana. Und das ist halt sehr, sehr gut. Das ist natürlich nice, ja. Dann, also im Endeffekt geht die teilweise für 8, 9 bis 10 Euro, kann man die auf Card Market. Stand Ende Februar. Ja, muss man da auch 2022. Ja. Dann haben wir den ihn hier. Das ist auch nochmal eine Karte, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich sie auch haben. Ja. Untap all creatures you control during each other player's untap step. Also du greifst an, wirst nicht geblockt oder es passiert zumindest nichts und du hast Kreaturen noch auf dem Board, die im gegnerischen Zug eigentlich getappt werden. Er liegt und alle werden enttappt während des Enttapp-Segments vom Gegner. Sehr, sehr gut, weil man da einfach nochmal ein Backup hat zum Blocken. Ja. Geht auch so, Stand Ende Februar, 5 Euro ungefähr. Wird aber auch noch gleich mal kurz wichtig, warum ich das euch sage. Dann der Kappa-Kanon hier. Oder auch unser Totok auf die Ruinen, ne? So ungefähr. Improvise. Dann hat er noch Ward 4, ist auch sehr gut. Er kann halt schlecht angezielt werden, weil sonst der Gegner 4 Mana dafür zahlen muss von Effekten oder Spells. Und er wird momentan halt auch viel gespielt, auch im Legacy ausprobiert. Und er liegt tatsächlich so bei 18 bis 20 Euro teilweise. Also, ja, kann man eigentlich nichts zu sagen. Also es ist ein rundum gelungenes Deck, muss ich tatsächlich sagen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mal kurz zwischengrätschen darf, also für mich jetzt als Laien, sag ich mal, von dem, was du so erzählt hast, sehr wohl gelungen, was jetzt den Value anbelangt, so wie du erzählst, aber auch was das Spielen anbelangt, ja, ne? So die Combination. Natürlich, ne? Also es ist viel Synergie, es hat ja einen Plan, das Deck auch einfach. Ich werde mich da auch im Laufe der Woche, werde ich mich jetzt so bis Freitag ein bisschen da so ein bisschen ausprobieren, was kann man damit alles bauen. Und auf jeden Fall muss ich sagen, es ist halt
ein echt gutes Deck. Warum ich das mit den Preisen eigentlich auch nochmal erwähne. Jetzt nicht, weil man hier, boah, ich kaufe mir ein Produkt, weil das einfach so viel Geld mir bringt oder sonst was. Sondern es kann ja auch mal sein, dass ihr das Produkt kauft, weil da Karten drin sind, die ihr vielleicht noch nicht habt oder und die ihr haben wollt. Für mich zum Beispiel finde ich die Landbase gar nicht schlecht, weshalb ich auch das haben wollte, aber auch das Deck selber spielen möchte. Mhm. Man kann aber auch diese Karten, sage ich mal, nutzen, um zu reinvestieren, indem man halt einfach sagt, ey, ich verkaufe eine Karte, um mein Deck mit einer anderen Karte vielleicht besser zu machen. Mhm. Dass man halt sagt, okay, die Karte will ich vielleicht darin gar nicht spielen oder ich möchte was anderes oder so. Man kann die damit austauschen. Ja. Hat das Deck im Endeffekt umgerechnet dann vielleicht für 10 Euro oder so sozusagen erstanden und hat sich aber auch das Deck auch noch gleichzeitig verbessert. Und ich finde, das sollte man einfach mal den Leuten auch sagen, dass sie es wissen, dass sie es ausprobieren können. Mhm. Ich fand es, wie gesagt, ein rundum gelungenes Produkt. Schön. Ich freue mich richtig drauf, damit zu zocken. Und auf jeden Fall werden wir uns dann am Freitag nochmal sehen das und werden mal gucken, wie das so funktioniert. Ne? Jo, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja, und wenn ihr natürlich auch mal Bock auf Commander habt, dann kommt doch gerne vorbei. Wir haben immer am Mittwoch ab 14 Uhr hier Open Play angesagt, wo ihr euch gerne hier zusammenfinden könnt, die Tische nutzen könnt. Wir haben außerdem auch noch am Freitag Open Play immer so ab 15:30 Uhr, wo ihr euch natürlich auch zum Commander verabreden könnt oder zu irgendwelchen anderen tollen Events bei der Friday Night Magic. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dabei sein könnt, schaut gerne auf unseren Discord vorbei oder fragt einfach hier in den Kommentaren. Ich würde mal sagen, wir räumen uns jetzt mal hier zusammen. Ja. So alles gesagt, ne? Gucken uns noch mal ein bisschen die Karten an, zelebrieren das hier noch mal ein bisschen und sind dann raus, ne? Also, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.